zurück zu Let's Play Luigi's Hidden Mansion. Wir gehen jetzt auf die Jagd nach 1349 Buhus, nicht wahr, Pest? Ja, auf jeden Fall. Jetzt machen wir die Sorge mal weg. Erstmal gucken, dass ich meine Energie hier ein bisschen auffrischen kann. Komm her, mein Herz. So, wir müssen jetzt vorherige Räume nochmal betreten, denn da sind jetzt die Buhus drinnen. Ihr seht jetzt unten bei dem Gameboy-Horror diese kleine Lampe. Wenn wir uns in einem Raum befinden, in dem sich ein Buhu befindet, fängt die an, gelb zu blinken. Und wenn wir in der Nähe vom Buhu sind, dann ist es sogar rot. Ah. Wir müssen jetzt im Buhu suchen gehen. Und das Interessante ist, jeder Buhu hat noch etwas in seinem in dem Zimmer, in dem er sich versteckt. Versteckt, ja. Und reagiert auch darauf, weil es halt quasi die Aura des Buhus umgibt. Und darum geht es. Cool. Ja, darum geht es in Luigi's Hidden Mansion auch. Um am Ende es mit König Buhu ein einfaches Spiel zu haben, müssen wir so viele Buhus wie möglich finden. Optimal ist es natürlich, alle 50 Stück einzusammeln. Ach, je mehr du hast, desto einfacher wird der Endboss quasi. Mhm. Geile Scheiße. Das ist ja quasi wie bei Metal Gear Solid, wo du beim Dreier gegen Zoro kämpfst. Mhm. So, und da ist er schon. Rambu ist der erste Name. Die haben alle so einen Wortwitz mit ihrem Namen. Zum Beispiel gibt's dann Kung Bu und Game Bu und so weiter. Oder oder Boomerang. So. Oder Boobs. Ja, in deinem Fall Minxi, ne? Und er ist in den Raum geflohen. Das Problem ist, dass die Buhus halt manchmal ziemlich schnell sind und nicht wie die Porträtgeister versuchen, dagegen anzustreben, sondern die hauen einfach ab. Da muss man hinterher rennen. Das ist die Natur von Buhus. Die verstecken sich gern. Ja. Wie war das bei Bowser and his Minions? Well, he says I'm kinda doing the hidden thingy. Hidden thingy. Ja. So, in diesem... And every time he looks at me, I have to turn invisible. Ja, genau. So, irgendwo in dem Raum hier ist noch ein Buhu. Jawoll. Und es ist Boobs. Ich hab's ja noch gesagt. Boobs. Oh Gott, ist das EC Grills. So, komm schon. Ach ja, und die Buhus haben alle unterschiedliche Energie. Das reicht von 40 bis 400. Ach du Schande. Jo. So, das war der erste von 50. Jetzt kriegen wir eine Statistik eingeblendet. Und jedes Mal, wenn wir ein Buhu eingesammelt haben, können wir Safe State machen. Oh, fantastic. State 90 load. State Ghost loaded. Fantastic. So, dann speichern wir mal zwischen. Das war der erste Buhu. Noch 49 erwarten uns. Zu den 50 gehört aber nicht König Buhu, der ist außen vor, weil der ist der King. Und da ist wieder der Rambu. Komm her. Komm her. Wie viel Energie hat er gehabt? Ich habe das nicht gesehen, richtig. Ja, ursprünglich 150. Jetzt hat er nur noch 35. Und ja, die Buhus, das läuft meistens mit den Räumen jetzt so ab. Die Buhus können wir nur in den Räumen aufdecken, die wir schon erhellt haben. Also, weil wir haben ja auch Räume noch, die sind noch dunkel, weil ich sie noch nicht betreten habe, ne? Und das sind... Ei! Und das sind die dann drin. So, das war der zweite. Nicht schlecht, nicht schlecht. Spielprinzip gefällt mir. Das gefällt mir. Ah ja? Das gefällt mir, ja, kennt ihr doch gerade, kennt ihr doch, Herr. Gott sei Dank. Ja, dann besorgt ihr doch auch Luigi's Mansion und spielt's mal als LP. Ist ja vielleicht gar keine blöde Idee. Muss ja nicht die versteckte Villa spielen, die ist ja nicht ohne. Also, nee. Aber denkt bitte auch dran, dass dieser Raum zum Beispiel auf der linken Seite vom Haus wäre, nicht auf der rechten jetzt wie bei mir, ja? Das ist wirklich alles komplett umgedreht, auch die Raumanordnung. So, dann ist der Buhui hier in dem Schrank? Nein, auch nicht. Irgendwo ist einer, weil die Lampe ist noch gelb. Na komm. Da ist er doch. Und es ist Game Boo Advance. Und das war's für ihn. Ja, der hatte ja nur 40. Ja, das war Game Boo, Game Boobs Advance. Ach Gott, ist das wieder Minxi. Muss nach vorne umkippen, wenn sie rumläuft. Mal ernsthaft. Ah, es wäre gut, wenn ich etwas Energie finden könnte. Hier ist auch nichts. Oh, in der Tat, ja. Mhm.
Noch halte ich mich ja wacker, aber trotzdem. Du kannst aber, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die Porträtgeister, wenn du sie hast, du kannst den Kopf abschneiden, essen, das ist ein Matschprotein. wenn ich den Rahmen mit esse, habe ich noch ein bisschen Eisen dazu, ne? Ja, ja. Achtung, Achtung, Fledermäuse. Oh. Obwohl, die sind eigentlich in deinem LP, ne? Die Fledermaus, Party hard. Ja, Mann. So, mal gucken. Oh. Diese Deckengeister geben normalerweise auch ein Herz, wenn man sie fängt, aber manchmal lassen die auch einen Giftpilz fallen, so wie der da eben. War das keine Bombe? Nee. So, ich dachte, davor war eine Bombe, aber dann ein Giftpilz. Guck, schon wieder eine. Ah, okay. So, hier müsste irgendwo auch noch ein Buhu sein. Sieht man ja am Detektor. Mhm. Also hat sich gut getarnt. Mhm. Ja, die können halt wirklich überall drinstecken. Also ist aber in so einem Holzbein von einem Stuhl oder sonst wo. Es kann auch einfach eine Kerze sein. Buhus können es halt, ne? Kann es auch die Brust von einer Tussi sein, die auf einem Gemälde gemalt ist? Nee, aber bei dem seine, ich hätte meine gesagt. Ich bin Bulala. Hava Nagila. Na komm, den habe ich mit einem aufwacht. Hopp. Sauber. Gut. Hey, das ist fantastisch. Ja, der labert immer fast das Gleiche, also inhaltmäßig. Er sagt, ja, das hast du super gemacht und sowas. Oder zeigst ihnen, wo der Hammer hängt und so weiter. So, und auch in dem Lagerraum, wo wir eben die Buhus freigelassen haben, ist auch nochmal ein Buhu. Es macht natürlich sehr viel Sinn, dass man sich zu seinem alten Versteck zurückbegibt, wenn es schon aufgedeckt wurde, ne? Ja, sehr viel Sinn, doch. Oh, gerade leckt ein bisschen die Aufnahme bei mir, hoffentlich ist das kann ich aber mit Vegas ausgleichen. So, du darfst Gameboot. Oh, bei mir klingelt es, ich muss kurz. Das gibt's doch nicht. Ich bin du bist gut genau wieder da. Desu, der ist auch mittendrin beim Aufnehmen weggegangen. Dann mach schon weiter, ich bin gleich wieder da. Okay, so, dann haben wir den fünften Buhu. Ich hab ein Pest im Hintergrund. Ah, man hört die Klingel von Pest im Hintergrund. Ach Gott, ist das wieder genial. So. Wollen wir mal gucken, wo wir uns noch hinbegeben können? Irgendwo sind noch Buhus, bevor ich die nächste Tür jetzt wieder öffne und es dann weitergeht. Mal gucken. Ah Gott, schon wieder einer von der Decke. Weg. Gut. Und. Halt. Gut. Da müsste noch irgendwas sein. Okay, da gehen wir hin. Gut, dann gehen wir hier durch. Moment. Gehen wir mal in den Keller gucken, ob ich erstmal Energie finde. Ich weiß, dass im Keller gerade nichts ist, aber vielleicht finde ich hier da Energie oder sowas, um mich ein bisschen zu heilen. Mal gucken. Wow! Geldgeist, Geld. Nein! Verschwindet doch alle mal. Ich wollte ihn. Nein! 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 Ja, wir sind gleich wieder da. Back again! Arschloch! Oh, du Noob! Halt die Kuschen. Egal. Du Noob, ich war nicht weg, Alter. Ja, siehst du, weil du weggegangen bist, bin ich gestorben. Du warst mein Glücksbringer. Ja. Paketdienst. Meine Brüste in Paketen sind gekommen. Nee, im Grunde hat sich Pest eigentlich bei Home Shopping Europe ein neues Klappmesser für sein Aldi bei einem Tetra-Pack bestellt. Nehmen wir dann reiß ich mit den Zähnen auf. So ein Klappmesser kann ich mir nicht leisten. Ja, genau. Die Mona hat einen sitzen. Boah, aber wo war denn? Alter, ich hab kein Bier mehr daheim, weil ich mir schlimm das ist. Ich bin mir nicht getrunken. Furchtbar. Ich bin auf den Zug. Wie viel vertragen hättest mit deinem Aldi-Weine? Ich geb's auch ehrlich zu, ich vertrag nicht viel. Also mich kennst du zweijähriges japanisches Kind gut, ich kann mich sowieso noch nicht staufen, die können eh alles. Ja, das Bier spricht aus Erfahrung, frag ihn mal. So, da ist der nächste Buhu. Mein Name ist Tabu. Ohoho. Tabu! Das war doch der Endboss in Super Smash Bros. Brawl, Suprom, Emissär. Komm her! Und auch das war's für dich. So. Ich denke, bevor diese Episode auch langsam am Ende neigt, circa 3 Minuten nehme ich noch auf.
gehen wir jetzt nochmal gucken, ob ich... versuchen wir noch die beiden Buhus loszuwerden aus den anderen Porträtgeisterräumen, also bei dem Schlafzimmer und bei dem Kinderzimmer. Und da ist er schon! Rein. Man nennt mich Bulette! Ach, Schande. Bulette. Da waren sie wieder kreativer als alles andere auf der Welt, ne? Natürlich. Ja, nervt doch Igitt, dass der jedes Mal dazwischen quatscht. Der soll lieber Dreckwerk 0817 für Mario Sunshine verbessern. Igitt, wenn man das so heißt. Ja. Ja, im Englischen heißt er glaube ich Igitt oder sowas. Also es nimmt sich nichts. Ah, okay. Sodele! Dann haben wir jetzt hier noch einen Raum. Wenn wir den Buhu haben, denke ich, dann ist es eine gute Stelle, um vielleicht einen Katzenmann oder ich guck mal. Vielleicht sammle ich noch einen Buhu. Vielleicht sammle ich noch einen Buhu ein. Mal gucken. Schon eine gute Stellung. Ist dann, ja. Eine gute Stellung. Wechsel neu ins Sport bei Haruya. So, Achtung, da kommt der nächste. Ich bin's Turbo. Turbo. Ach, oh Gott! Aber ey, der ist wirklich schnell. Jetzt mal ohne Mist. Ich habe eben kaum Chance gehabt, den einzusaugen, aber da ist er. Ja, KP hat der, ich sehe das voll schlecht teilweise. Der hatte 40. Aber oh, aus, als ob ich einen Moonwalk vorwärts gemacht hätte, ich bin so über den Boden gerutscht. Hui. So, mal gucken, ob wir noch was erledigen hier. Erstmal hier noch nach Energie suchen. Hier ist nix. Okay. Mal schauen. Also ein bisschen Energiesuche, das wäre jetzt was Nettes. Ja. Ja. Wobei immerhin bin ich wieder bei 48 Energieeinheiten, also Herzeinheiten. Lass mal noch hier ohne gucke. Dann guck mal da ohne. Ich guck ohne durch. So. Jetzt probieren wir das nochmal. Ich war nämlich, als du eben AFK warst, im Keller und hab versucht, hier was zu finden. Also ich hab versucht, Kirak zu besuchen, der hier unten lebt, ne? wenn Spear da oben als Untoter herumtanzt, dann muss das ja der Keller sein, in dem Kirak schläft. Ich meine, hier auf jeden Fall. Hier war eine kleine Liege, also ich denke mal, das ist es dann auch. So, nee. Hi Kirak. Hi Kirak. Riecht's nach Urin? Ja, anscheinend, sonst wäre ich nicht wieder rausgegangen. Nein, du musst nicht traurig sein. So. Das ist EC, ja. Also, noch ein bisschen Energie finden wäre netter, aber okay. Oh, 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 Geldmaus, gib dir das. Oha! Dam-dam-dam-dam-dam. Müsste die Melodie von Zelda kommen, wenn man eine Truhe öffnet. Aber echte. Ja, das wäre so genial. Das wäre so Minxy. So, und mit dem Fund dieser Maus, ich denke, das ist eine optimale Stelle, um jetzt gleich einen Cut anzusetzen. Und dann sieht man sich in der nächsten Folge von Let's Play Luigi's Mansion. Okay, bis dahin.